Guck mal, da steht mir auch Klein A 4B. Mhm. Warum haben wir irgendwas hier zum... Irgendwas? Gut, okay. Ist das ein Computer dran? Ja, nee, leider nicht. Also, das ist... Ach so, Computer. Nee, kommst du auch nicht ran, schade. Nope. Schade. Schade. Okay. Also, let's find the combination. So, hier vorne konnten wir noch mal einmal rein. Und hier war noch irgendwas. Ach so, kommen wir nicht vorbei. Nee, doch, wir kommen nicht vorbei. Das ist zu. Kommst aber trotzdem nicht durch. Kommen wir trotzdem nicht durch. Schade eigentlich. Gut. Ja, was ist jetzt die Standardkombination? Tja, na, irgendwo muss sie ja quasi... Mal dort vorne können wir nochmal probieren, durchzukommen. Was ist denn hier unten noch für ein Zettel, da unten rechts? Den habe ich schon vorgelesen. Den hast du schon vorgelesen? Ja, habe ich schon vorgelesen. Das ist das Ding mit dem Mantresor. Achso, ist ja mit dem, genau, okay, mit den Privilegien. Genau, die Radioprivilegien sind sofort suspendiert worden. So, hier nochmal einmal durch. Guck mal erstmal die Tür hier oben nochmal an. Nee, zu. Okay. It's closed. So. Okay. Warte mal, hier haben wir noch eine graue Tür. Ja. Eine graue Tür ist noch. Eine Ground Tour haben wir noch. Haben wir vielleicht irgendwie einen Zettel oder irgendwas überlesen oder übersehen? So, das Ding hatte ich hoch. So, und der ist jetzt... Ja, ich habe einen Zettel noch gesehen gehabt, der eventuell... Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest oder ob wir den schon gelesen hatten, aber in Staff Room. Beim Staff Room hatten wir oben auf dem Schrank war noch irgendwie wie so eine Art Zettel. Ich weiß nur nicht, ob wir den schon hatten oder nicht. Okay. Hm, nehmen wir nochmal hin. Mhm. Warte mal, können wir? Ach so, wir haben, können wir nicht mit der Lift, Karte, genau. die wir eventuell haben, in irgendeine Tür rein? Nee, warte mal, die müsste dann gelb sein. Hier oben. Die Protector oder so Karte, ne? Die haben genau. Wir jetzt ja. Muss 10, 15 Minuten AFK, meine ja, Tipps, bis ich wieder da bin. Eine Karte ist euer Freund. Zweitens, länger ziehen lohnt immer. Länger zielen? Lohnt immer. Und drittens, manchmal sollte man lieber rennen. Bis gleich. Okay. Ah, Terminologie. Zur allgemeinen Beobachtung, Beachtung teile ich im Auftrag der Aeon mit. Aufgrund jüngster Ereignisse ist der derzeitig in vielen Aeon-Anlagen benutzte Begriff nach der neuen Aeon-Gemeinwohl-Medienvorschrift AGM 8.7 mit sofortiger Wirkung nicht mehr zulässig und darf nicht mehr benutzt werden. Räumlichkeiten und Abteilungen, die diesen Begriff bislang benutzen, sind umgehend umzubenennen. Das Verwaltungspersonal wird angewiesen, den Bereich auf Beschilderung und Dokumenten vorläufig zu schwärzen, bis neue Terminologie durch Aeon bekannt gegeben wird. Die Verwendung des Begriffs in Konversation und im Schriftverkehr ist ab sofort ein Verstoß. Obszönitäten gegen den Staat. Der mit 2 Zyklen doppelter Arbeitsschicht bestraft wird. Na, das ist aber wunderbare Zensur hier, mein lieber Herrler. Es mag nicht leicht sein, aber wir müssen alle unseren Teil tun. Denkt daran, unsere Worte formen unsere Welt. Für eine perfekte Welt bedarf es einer perfekten Sprache. Adler. Ja. Dieser Adler-Typ, was ist denn dir los, ey? So, nee, das ist nur der Zettel. Oh, hallo! Was haben wir denn da? Pistole nehmen? Nein, mich schick nicht. Also. So, was haben wir hier? Mikrofilmkarte. Nehmen wir. Keine Ahnung, wofür. Okay. Typ 7.5 Pistole Handbuch. Der Typ 7.5 Pistole ist eine halbautomatische Selbstladepistole im Kaliber 10x20mm. Mit einem verriegelten Verschluss und kurzer Rückstoßladermechanik. Diese zuverlässige vielseitige Pistole gehört zur Standardausrüstung für Aeon Protector Controller. Replika-Benutzer, denke daran, die Typ 7.5 Pistole als erstes im Inventarbildschirm auszurüsten,
um die Pistole für das Zielerfassungsmodul im Primärwaffen zu designieren. Um die Waffe einzusetzen, halte gedrückt, um die Waffe zu entsichern und den Zielmodus zu aktivieren. Im Zielmodus feuern sowohl als auch die Waffe ab. Lädt nach. Denke daran, keine Munition zu verschwenden, denn sie ist eine kriegswichtige Ressource der Nation. Wenn ein Ziel am Boden ist, versuche es zu erledigen, indem du es trittst oder mit einem Schlagstock stegst, um Munition zu sparen. Ja. Okay. Das ist ja toll. Das ist ja super. So, und dann gucken wir nochmal kurz ins Inventar. So, da haben wir sie. Wir rüsten sie aus. Sehr gut, du hast 10 Schuss. Und schau dir doch nochmal den Mikrofilm-Dingensbummens im Inventar an. Eine Karte. Der Text auf dem Film ist viel zu klein, um ihn mit bloßen Augen lesen zu können. Ja, nee, da brauchen wir irgendwie anscheinend ein Mikrofilm-Lesegerät. Okay. Aha. Okay, okay. Ja, du kannst manuell zielen, irgendwie. Finde ich ganz cool, tatsächlich. Da, wo die Maus hin zeigt, zielt sie hin. Ja. An den PC kannst du aber nicht nochmal ran, ne? Irgendwie. Keine Ahnung, warte mal. Gute Frage eigentlich. Nee. Weil er sah aus, als ob man den so bedienen könnte, weil er da auch so an war. Ich kann ein leeres Klassenzimmer durch das Fenster sehen. Das Glas scheint getönt oder ein Einwegspiegel zu sein. Ah, weißt du was? Und die Kombination wird bestimmt auf dem Mikrofilm drauf sein. Ah. Heißt aber, wo können wir den jetzt lesen? Wall Safe Korridor. Was ist denn das jetzt noch? Nee, das war Staff Room, war ja zum Speichern, ne? Genau. Genau. Wo geht's denn nochmal nach oben? Wenn du jetzt hochgehst, warum haben wir da eine blaue Tür? Also, da müsste es ja beim Korridor noch weiter hochgehen, irgendwie. Dann probieren wir das mal. Let's do it! Oh! Hohohohoho. So, wie trete ich? Weiß ich nicht. Aber tritt! Ich hab's ja getreten. Okay. Okay. Das ist ja super. Was hat sie denn für ein Messer? Gestalt. Oh, hallo. Ne? Sie gehört auch nicht hierher, nicht wahr? Ich bin Isa Itou. Sie sollten vorsichtig sein. Etwas stimmt mit diesem Ort nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist wahrscheinlich gefährlich, weiterzugehen. Ich verstehe schon. Ich habe auch etwas, was ich tun muss. Passen Sie auf sich auf. Ich hoffe, Sie finden, wen Sie suchen. Jetzt lassen wir die einfach mit dem Messer gehen, oder was? Ja, na, ich halte sie nicht auf. Ich halte sie nicht auf. Aber wieso? Wir haben noch eine Waffe. Naja. So, das Mikrofilmkarte benutzen. Na, wunderbar. Und benutzt. Oh, scheiße. Als ob ich was sehen könnte. Mond und Töchter Hochsicherheitswandtresor. Numerisch. Dieser Wandtresor erfüllt die eusianischen öffentlichen Sicherheitseinrichtungsvorschrift. Warum muss ich diese Scheiße lesen, Alter, jedes Mal? Benny, du musst auch mal. 41 und 43 und besitzt eine Sicherheitskraftstahltür mit einem Zifferblock. Stolzes Produkt der volkseigenen Betriebs VEB. Mond und Töchter Tresortechnik. Hergestellt auf Heimat. Bedienungsanleitung. Erstens, die Kombination aus dem Ziffernblock eingeben. Zweitens, den Bestätigungsknopf im rechten unteren Eck drücken. Wenn richtig, leuchtet ein grünes Licht auf. Drittens, das Rad auf der linken Seite drehen, um die Tür zu öffnen. Um zuvor eingegebene Ziffer zu löschen, die E-Taste links unten drücken.
Ersteinrichtung. Die Hersteller-Standard-Kombination 204512 eingeben. Wenn die Tür offen ist, gewünschte neue Kombination eingeben. Die Bestätigungsknopf für 10 Sekunden gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet. Hast du aufgeschrieben, Benni? Ja. Sehr gut. Isas Notiz. Erika, wenn du das liest, ich bin trotz allem, was passiert ist, gekommen, um dich zu suchen. Isa. So, können wir uns hier noch einen Teebeutel mitnehmen oder so? Was ist das jetzt hier noch? Ein blutiger Lappen? Ja, leider nein. Ich könnte nichts nehmen, ne? Ist nicht die Eulen-Einheit, hat sie platt gemacht, würde ich sagen, aber vom Feinsten. Ja. Aber das heißt jetzt auf zum Save! Let's get to the safe. So, okay, dann einfach mal einmal durchlaufen. Interessant wäre ja, wenn man die Leichen noch durchsuchen könnte wegen irgendwelchen Sachen oder Utensilien oder sowas. Können wir die? Können wir die looten? Weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich interessant, wenn dann jetzt da irgendwie noch, Munition oder so zu finden wäre. Irgendwas ploppt hier immer auf. Ist das jetzt wie so ein kleines Sprachfenster? Ja. Immer so ganz kurz halt. Ja. Aber scheint halt nicht. Schade. Funktionieren. Na ja, nochmal Dave fragen. Premium-Content, was? Wie? Was? So, na dann, hau mal raus. 204 5 1 2. Aha. Sieht nach einer Schlüsselkarte aus. Ah. Klassenzimmer-Schlüssel. Schön. Ja, und wir haben die Klassenzimmer-Schlüsselkarte aufgenommen. Klassenzimmer 4C. Bisschen übertrieben, muss ich sagen. Aber okay. Warum? Naja, so eine Klassenzimmer-Schlüsselkarte ist damals in meiner Schule nicht so gesichert gewesen. Ja, du weißt ja nicht, was sich dahinter verbirgt, ne? Also was jetzt im Klassenzimmer auf uns wartet. Halt, das ist der Geografieraum. So, was ist denn das hier? Das ist doch neu. Munition, nehmen. Jawohl. Munition. Und hier? Wo das nicht ist? Nochmal Munition. Nee. Reparaturflicken. Zweimal aufnehmen. Ja, cool. Ah, so ein Healthpack, ne? Oder was war? Ja. Schön. Klassenzimmerschlüssel benutzt. So. There's a hole. Das heißt, es geht da runter in die Mine? Wahrscheinlich? Alter, das... Ist das hier DDR-Fahne? So haben wir uns sicher hier noch. Dropdown. Ein Loch im Boden. Sieht aus, als ob ich gefahrlos runterspringen kann. Ja, I don't know. Wieder da, noch am Leben. Ja, Dave, kurze Frage, sag mal, kann man die Leichen looten? Man also konnte jetzt alle, genau. Man konnte so kurz so rüber hovern, irgendwie, da ist irgendwas ganz kurz aufgeploppt, aber wir waren jetzt nicht, haben wir nicht hingekriegt. Weil wir Noobs sind. Weil wir Noobs sind. Ich gehe mal von aus, wahrscheinlich nicht, weil ich hätte jetzt gesagt, dass wir Munition finden, aber wir haben ja jetzt in dem anderen Raum die Munition gefunden. Hm. Wobei, die hat natürlich auch ein schönes Hackebeilmesser dabei gehabt, ne? Ja, wenn da kein rötliches Viereck drum ist, kann man mit gleichem nicht interagieren. Okay, alles klar. Ins Loch springen. Yes! Ui. Eon-Anlage. Sirpinski, da ist er wieder. Ist das schon wieder die Oi, was macht sie denn? Also, ja, was? Okay, das ist jetzt eine andere Einheit. Ach du Scheiße. So, und jetzt kommt auch der Horroraspekt zum Tragen, möchte ich meinen. Okay, ja. A7. Ich geh mal erstmal nach oben. Sind wir jetzt in einem Gefängnis? Also in einem unterirdischen? Bei Block A7? Also, hallo? Ja, die Frage ist, was ist das hier für eine Anlage, ne? Ja, also wir wissen ja, dass unten Minen sind, ne? Die sind ja auch nach unten geflüchtet. Das haben wir ja schon als Info bekommen von der Eulen-Einheit.
Ja, da geht's wahrscheinlich ganz tief runter. Kann man den auf so. Okay, funktioniert. Weiß ich nicht, ob wir den jetzt nutzen möchten. Würde ich jetzt noch nicht nutzen wollen, tatsächlich. Verschlossen, Westflügelschlüssel benötigt. Okay. Ja, generell, also wenn so eine Ablage so verriegelt ist, weiß ich nicht, ob man dann Aufzug fahren möchte. Naja, die Frage ist, was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? Also ich weiß nicht, ob es hier tatsächlich so eine Art Treppenhaus gibt oder so. Ach du Scheiße, Alter. Wie groß ist denn das? Ich sehe ja gar nichts. Gar nichts? Nix, nix. Oh Mann, so viele Türen. Okay, fangen wir mal an. Closed. Gefängnis, Dave schreibt's auch geil. Hallo, das ist eine Arbeitsanlage für unsere glorreiche Nation. Alle Arbeiter sind freiwillig hier. Ja. Genau. Ah, so hat sich das vorhin im Memo auch gelesen. Ach, das sind Kameras, was sich da bewegt. Okay, war gerade ein bisschen irritiert. Ja, geschmierte Notiz. Tritt sie, wenn sie am Boden sind. Tritt sie, wenn sie am Boden sind. Tritt sie, wenn sie am Boden sind. Tritt sie, wenn sie am Boden sind! Okay. Ich bin ganz ruhig. So, was haben wir hier? Ah, ein leeres Papier. Alinas Tagebuch. Ah, fühle mich etwas schwindelig heute. Ich hoffe, es ist nicht diese neue Grippe, die umgeht. Ich kann mir nicht leisten, noch mehr Schichten zu verpassen. Als ich das letzte Mal erkältet war, habe ich der Storch in der Fabrik gefühlt Stunden zusammengestaucht, weil ich bei der Arbeit umgekippt bin. Ich habe Elster die letzten Tage nicht gesehen. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Mehr und mehr Leute verschwinden in der letzten Zeit in der Mine. Sogar Replikas. Nicht mal die Protektoren scheinen sicher zu sein. Es ist witzig, dass hier tatsächlich alle nach Vögel benannt werden, ne? Dachte mir jetzt auch gerade so, Storch, Elster, Adler, hallo? Ja. Was ist hier los? Die Arbeiteruniform, sie sieht alt und abgetragen aus. Aber sind das mal Vorgesetzte, die quasi so benannt werden? Also. Ja, Ränge, ne? Irgendwie. Wow, das ist so, stimmt. Arbeiter, Schlafeinheit. Ach, das sind Schlafeinheiten jetzt. Okay, Die Anlage, wie diese, sind diese kleinen vergitterten Kojen alles, was die Arbeiter gestalten, ihr eigen nennen kann. Alter, das ist aber auch lebensbejahend. Die sind, wie gesagt, ne, Dave hat ja schon geschrieben, alle freiwillig. Ja. Zum Wohle der Nation. Ja, Erwartungsformular F29. Das ist genau das gleiche, was wir oben hatten, oder nicht? Bis auf Abteilung Arbeiterquartiere. Also das war ja ausgegraut. Ja, stimmt. Himmeltyp D. Automatische Sicherheitstür, Standard, beschriebenes Schloss. Klemmt schon wieder, beantrage ein Schlosser. Okay, Wartungszustand. Schlüssel zum Zurücksetzen der Elektronik ist nicht auffindbar. Ich habe einen Schlossknacker eingerichtet, aber Hausverwaltung sagt, Fahrstuhlmotoren haben Priorität. Ja. Also muss die nächste Schicht das Schloss knacken. Es ist ab jetzt eh nur noch rumprobieren. Ne? Frage mich, falls du einen Schlüssel für die Werkzeugklappe brauchst oder frag die Verwaltung, wie du willst. 5. Nummer 5 lebt! Input. Wartungsklappe, okay. Hier brauchen wir den Wartungsschlüssel. Der wird natürlich benötigt, das ist klar. Schön. Und der ist natürlich auch nicht hier drin, ne? Nee, der ist nicht in der Werkzeug. Also wie? Was auch eben. Das wäre auch zu einfach. So, schauen wir mal hier rein. Ach, Ventilator. Also die Atmo ist da. Die ist schon geil. Ist aber sehr bedrückend. Ja. Tagebuch. Protektoren sind in letzter Zeit besorgt. Sie verstecken etwas. Ah, weniger von ihnen sind. Aktionspläne ändern sich ständig. Alina sagt, ich bilde mir. Kann natürlich auch. Alina sagt, ich bilde. Ach nee, hier. Kann ich ihre Angst spüren, als wäre es meine eigene, wovor sie so viel Angst. Ja, okay. Also irgendwann scheint. Die Anzüge oder so, die können wir aber nicht mitnehmen, ne? Also uns irgendwie umziehen oder so? Na, nicht wirklich. Okay. Also, auf jeden Fall nicht die, die wir bis jetzt gefunden haben, sagen wir mal so. Nee. Okay. Oh, so eine Gitterbox, ey, das wär doch. Ganz schon. So, den haben wir noch. Locked. Hat die gerade hier gezuckt?
hoffe doch nicht. Alter, die sind alle tot. Und ich hoffe, sie bleiben es auch. Na, da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Ich leider auch nicht. Mann, wie sag ich? Dankeschön. Und du das? Again. Das wäre jetzt auch noch fies, wenn du dann irgendwie unten in den Minen denn so ein Kinderlachen auf einmal hast. Und das ist kein Alert von uns. Da bin ich weg. So, hier haben wir einen Block. Kommen wir nicht durch. Eine Blockade. So, mal hier gehen. Schwuppidiwupp. Wir könnten jetzt nochmal gucken, ob wir mit dem... Wobei, haben wir irgendwas jetzt Neues gefunden? Haben wir jetzt noch irgendeine Karte? Wir haben doch noch eine... was war das? Nee, das war das Heilpack, genau. Ja, Magazin. Nichts haben wir gefunden. Gar nichts. Weil jetzt könnten wir überlegen, ob wir in den Fahrstuhl einsteigen. Na, dann probieren wir das mal. Also, falls wir es überhaupt können. Genau, sein, dass er sagt, nö. Wir probieren es. Oh Gott, er rennt einfach rein. Naja, was sollen wir tun? Was sollen wir denn machen? Hast du gesagt, ich soll das machen? Ja, okay. Gut. Oh, was haben wir da? Guck mal. Wartungsschlüssel. Wunderbar. Hammer. Na, dann können wir ja wieder erstmal zurück. Ach, guck mal, jetzt hier kann ich mich ganz drehen. Interessant. So, dann ganz drehen und wieder zurück. Wenn du jetzt noch weißt, wo wir den Wartungsschlüssel benötigen, ich wüsste es nicht mehr. Ich... so ungefähr. Ja. Jetzt geht's los. Was ist denn hier los, Alter? What? Passiert hier was? Warte mal, okay. Was? Ach, zum Schloss tanken. Okay, verstehe. Aber bewegt sich hier irgendwo etwa? Ach, ja, hier oben, das hier ist oben. Das Blaue. Ich kicke mal hier unten hin. Nee. Okay, gut, dann schauen wir mal. Also da hinten muss ein bisschen höher. Okay. Sieht irgendwie ganz gut aus, oder? Vielleicht noch ein bisschen höher. Der hinten muss nur eins höher, der vordere muss nach unten. Der vordere muss... der muss runter? Nee, der ist für mich der hintere. Das ist für mich der vordere. Und der muss nach unten. Wahrscheinlich zwei. So tief? So, dann müssen aber alle tiefer. Nee, die anderen... mach mal kurz Function, weil die müssen ja in einer Linie sein. So, der hintere muss jetzt nochmal eins hoch. Ja, der, genau. Der vordere muss nochmal eins runter. Wollen wir nochmal Function? Weil wir müssen ja in eine Linie kommen, ne? Oh Gott, wir müssen nochmal... jetzt raff ich erstmal, okay, alles klar, Ne, du hast ja diese mittlere Linie und die müssen wir quasi in... irgendwie so rein. Ja, der vordere stimmt schon mal, also der ganz vorne, den kannst du so lassen. Der danach, der zweite Position muss nach oben. Ne, das war jetzt nicht die für mich, die zweite Position, der da, genau. Oh Gott, ja, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also. Weil der erste, genau, der erste ist passend. Guck mal, wenn du jetzt hier reingehst. Genau, das ist für mich die Nummer 1. So, der ist auf einer Linie. So, der andere muss noch 1 hoch. Okay. Also der muss nur 1 hoch. So, der andere muss auch nochmal 1 hoch, der danach. Und der wahrscheinlich, glaube ich, auch. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. So, jetzt können wir nochmal gucken. Weil der ist richtig. Und der ganz hinten, der muss nochmal hoch. Okay, perfekt. Jetzt habe ich es auch geschnallt. Achso, das war's schon. Okay, ich dachte, da kommt noch mehr. Scheiße. Hast du gerade Scheide gesagt? Ich wollte Scheiße sagen und. Ja, ist egal. Das heißt Vagina. Okay. Scheide. Ja, Penis. Oh. Ja, die Schatulle ist verschlossen. Sieht aus, ob sie einen rechteckigen Schlüssel benötigt. Mach da einfach auf. Schmeiß es einfach runter. Tritt rauf. Okay. Ach nee, sie hat ja keine richtigen Füße. Geht Vielleicht hat's rechteckige Füße.
So, okay. Ein Prospekt. Nee, ah, Reparaturflicken. Sehr gut, wichtig. Ah, wir können lagern. Ach, wie cool. Ja, haben wir denn schon viel? Ach so, wir haben ja auch wieder nur begrenztes Inventar, ne? Aber wie viel können wir nehmen? Ah, okay, wir können noch zwei Sachen nehmen. Jetzt ist eben die Frage, brauchen wir das Foto? Ich hab's mal weggelegt. Okay. Ich hab's mal weggelegt. Bei Pistole und Munition sowie Heilung würde ich schon mitnehmen. Jo. Soll ich was safen? Oh Gott, ich dachte, das wäre... Okay. Was? Ich dachte, jetzt passiert irgendwas wegen Überblendung. Ich dachte jetzt nicht, dass das ein Savepoint ist da vorne. So, okay, dann schauen wir mal weiter. Okay, hier vorne liegt auf jeden Fall Ostflügel. Die Küche. Schön. Die Wunderwaffe unserer Nation. Die Falkeneinheit. Okay, Falkeneinheit. Ja, fällt dir was bei der Flagge auf? Da hast du sehr recht gehabt. Ja, das ist schon so eine Mischung aus DDR und China. Ja. Schön. So, Munition nehmen wir. Was haben wir hier vorne noch? Oder ist das? Ein Elektroschocker. Ja, auf jeden Fall. Elektroimpulsgerät. Aufgrund jüngster Ereignisse sind alle Personalmitglieder der Anlage dazu aufgefordert, sich mit dem Einsatz von Elektroimpulsgeräten vertraut zu machen. Wir haben dafür eine Ladung EIG-2 Einweg-Elektroschocker zum Übungszweck erhalten. Bitte konsultieren Sie das beigefügte Handbuch für mehr Informationen. Elektroimpulsgerät EIG-2. Der EIG-2-Elektroschocker ist eine nicht letale Einweg-Nahkampflösung zum Außergefechtsetzen von unkooperativen Individuen. Er kann im Inventarbildschirm auf dem Werkzeugslot ausgerüstet werden. Ausgerüstet wird er links unten im Inventarbildschirm angezeigt. Der EIG-2-Elektroschocker kann unterwegs mit einer Hand benutzt werden, sogar beim Zielen einer Waffe. Um einen ausgerüsteten Elektroschocker zu benutzen, drücken Sie einfach C, während Sie in die Richtung eines nahegelegenen Feindes blicken. Vorsicht! Hochspannungsentladungen könnten auf Individuen in der Nähe des Ziels überspringen. Mit Vorsicht benutzen. Nicht auf alte, Schwangere oder Individuen mit bekannten Herzkrankheiten anwenden, wenn es vermieden werden kann. Gerät nach der Benutzung fachgerecht entsorgen. Ja, weißt du Bescheid. Nicht auf Schwangere. Nächster Safe. Wollen wir probieren, ob es wäre die Standardcode ist? Meinst du? Die 204512? Nope. Schade. Schade, schade, schade. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh Mann, ist so viel zu lesen, Benni. Ja, ist halt ein Lesespiel. Guck mal, Bandtresor-Kombination. Mir ist zur Kenntnis gelangt, dass mindestens ein Arbeiter, da hatten wir schon. Aber wenn es die Standardcode wäre, dann wäre er doch jetzt offen. Na, das war aber nur der Anschiss vom Adler. Entriegelt von der anderen Seite. Okay. Sehr viel. Okay. Ja, wir haben noch den Ostflügel. Karte hier, Küche. Mhm. Ostflügel, Karte, Küche hier. Ja, also. Weiß Bescheid. So, gehen wir nochmal rein. Ich sag mal, wie das hier fühlt mich nicht wohl. Oh, doch, jetzt ja. Guck mal, ganz links ist abgeschlossen, in der Mitte ist offen. Dann nehme ich doch gleich. Erstmal wieder zumachen. Genau. Und Reparaturflicken aus dem Klo genommen. Wunderbar, schöne Sache. Die Kabine ist abgesperrt. Ist jemand drin? Ja, klopf doch mal. Klopf, klopf. So, nächste Tür. Zack. Was? Das. Was sagst du? Reparaturspray nehmen. Klar. Schöne Sache. Was haben wir hier vorne noch? Munition. Ich finde da voll. Oh nein, wir sind voll. Oh,
Echt jetzt? Kannst du nachladen, weil du hattest vorhin ein bisschen rumgeschossen? Hab ich schon. Ja, könnte ich jetzt mal bloß zurücklaufen und was in Safe packen. Ja, also wir haben ja jetzt, also wirklich wie Resident Evil, ne? Also wir haben jetzt hier Reparaturkits und wir haben so ein Erste-Hilfe-Spray. So, okay, das packe ich mal rein. Elektroschotter auch? Mann, Bianca, warum denn? Hört doch auf mit sowas! Das ist schlimm! Guten Abend, der Vater! Vater, grüß dich! Schön, dass du da bist! Ich pack mal den Elektroschocker ein. Weg. So. Rinn rüber, drauf, drunter, weg. Jetzt bin ich gespannt, ob du jetzt noch die Munition aufnehmen kannst. Ach so, du meinst, dass quasi Munition an sich schon halt limitiert ist? Wahrscheinlich. Kann ich aufgehoben werden? Ah, ist doch elend. Wird das auf der Karte vermerkt? Nee. Benni, merkt ihr mal, dass da noch Munition ist? Genau. Das weiß ich auf jeden Fall nachher noch. Huh. Im Projektor. Musst du immer gleich schießen? Kannst du einfach mal auch freundlich sagen, hallo? Also, es ist rot eingekästet. Ich würde sagen, es ist ein Feind. Was ist denn das da links in der Ecke? Was links? Platt gemacht. Links? Ach so, da. Bist du denn? Sollte ich das angreifen? Oder soll ich es einfach in Ruhe lassen? Ich würde es jetzt erstmal in Ruhe lassen, weil noch macht's ja nichts. Okay. Einfach so sicherheitshalber so. Genau. Ein Schuss. Sicherheitsschuss. Ah. Dass du das überhaupt siehst? Ich hab den gar nicht gesehen. Der Knusperlord hier vielleicht. Wenn ich hier ums Überleben kämpfe. Der Mensa-Schlüssel. Hey, wir haben die Mensa-Schlüssel. Schön. Ja, wenn ich mir das so angucke, möchte ich nicht in die Mensa. Da gibt's leckere Säse. So, Ehreneinheit. Einfache, universelle, leichte Replika. Eine Eule. Also wir sind einfach nur eine einfache, universelle, leichte Replika. Hm.